aus der Musikentwicklung, ich habe eine Musikentwicklung, die verschiedensten Teile einfach von den verschiedensten Musikrichtungen, mit denen wir vorher schon beschäftigt haben, kommen natürlich auch in der Improvisation durch und kommen natürlich auch in der Improvisation raus. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, das ist, ich finde es einfach wichtig, wenn man überhaupt versucht, einmal seinen eigenen Stil zu finden oder seine eigene, sich traut, auch eigene Musik zu machen. Weil wenn man jetzt so schaut, viel versuchen, irgendwas nachzumachen. Und wenn du jetzt so spürst wie der und wenn du so spürst wie der oder wie die Gruppe oder wie das Ensemble, dann ist halt oft ein Problem, dass man oft wirklich immer nur zweitklassig klingt oder drittklassig klingt. Ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir wirklich einen eigenen Stil gefunden haben und dass wir auch den sicher weiterentwickeln werden. Diese Rhythmik, die man da dauernd bearbeiten oder dauernd wirklich auch Samplings macht, eine Mischung zwischen Sampling und die Ergänzung der Alltagsgegenständen im Prinzip mit die Trommeln und mit die ethnischen Percussion-Instrumente, erfordert natürlich auch irrsinnige Konzentration, vor allem, dass es sich dann wirklich vermischt. Im Endeffekt mit der Improvisation, mit der freien Improvisation und mit den durchgehenden Beats haben immer sehr stark gearbeitet im Vorfeld und das muss man auch wirklich immer wieder betonen. Vor allem, weil manche Leute zuhören und dann denken sie sich, was machen die? Es ist einfach eine Art neue Musik und das wollen wir einfach damit auch noch zusätzlich damit präsentieren mit der Formation Schenfern. Wir gehen halt jetzt immer wieder mehr zu den Wurzeln zurück, mit Didi Bruckmeier auch zu den Wurzeln zurück, wo wir natürlich herkommen, auch, wo wir auch unter anderem herkommen, ist es einfach Rock- und Punkmusik, ja, also unter Anführungszeichen. Also wo man wirklich eine Lautstärke hat ja eine Aussage auch und das ist ja was Energetisches. Und wir haben aber sehr wohl auch schon Improvisationen gespielt, die ganz, ganz leise waren. Also die waren ganz, ganz leise und das wichtig ist, dass ein dynamischer Pegel drinnen ist. Momentan sind wir mit dem dynamischen Pegel wieder ein bisschen weiter oben. Wir versuchen aber auf diesem dynamischen Pegel zu arbeiten, dass sehr wohl auch leise Stellen drinnen sind. Also das hat im Prinzip jetzt nicht unbedingt der Hintergrund, dass man sagt, jetzt wollen wir nur laut spielen, aber es ist auch laut wirklich schön. Es kommt auch darauf an, wenn man jetzt mit Elektrik, mit ein bisschen mehr Elektrik spielt, wirkt es einfach nicht, kommt es nicht. Das braucht eine gewisse. Wenn durchgehende Rhythmen sind, wenn jetzt durchgehende Rhythmen mit meinem Sampler runterlässt, dann brauche ich natürlich ein gewisses Label, dass das irgendwo miteinander verbindet. Aber wie wir für die Buchpräsentationen und so gespielt haben, das war sehr leise. Also nur gibt es ja keine Aufnahmen davon. Also erstens haben wir natürlich besondere Locations, wenn das zum Beispiel irgendeine gefährdete Sache ist, wo man das auch wirklich also verwirklichen kann, wie zum Beispiel Schrottplätze. Sonst ist natürlich, spielen wir eigentlich überall. Also wir spielen, also wenn man jetzt die besonderen Plätze jetzt weglässt, spielen wir in Jazzclubs, wir spielen bei Festivals. Es ist natürlich schon schön, auch wenn man zum Beispiel so wie im Klangturm spielt, wo man versucht, eben wirklich auch so klanglich auf das einzugehen, was dort passiert. Einige Schatten. Ruhig.
Gerhard Bruckner passt absolut gut in unser Scheinfarm-Konzept rein, weil er hört und weiß, was wir wollen und umgekehrt genauso. Also da haben wir zum Beispiel auch wirklich einen gefunden, der genau im das gespürt, wie es wir auch gespürt. Man hat sich entschieden, dass man jetzt konsequent irgendwas anderes macht als das ganze Band drumherum, was man vorher alles gemacht hat, ob man jetzt Jazzbands gespielt hat, Popbands, Rockbands und so weiter. Und dann man hat sich entschieden, dass man sagt, man geht konsequent einen bestimmten Weg jetzt. Und der Weg war, dass man sich gesagt hat, was ist unsere Musik oder was empfinden wir, was ist unsere Originalität dabei. Und das war der Schritt, dass man das entschlossen gemacht hat, dass man sagt, wir machen jetzt nicht mehr eine Bluesband oder nicht mehr eine Rockband und Jazzband, sondern wir machen unsere Musik. Das ist das, was ich manchmal dann vielleicht auch nicht ganz verstehe, weil dann Leute sagen, hey, habt ihr dann durchgehenden Rhythmus gehabt? Also, es ist immer ein durchgehender Rhythmus eigentlich da, es ist immer eine durchgehende Timeline da, es ist immer ein durchgehender Faden da in der Musik. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Timelines eben noch hernimmt schaut sich diese Timelines an, dann findet man die ja in die verschiedensten Musikrichtungen. Es ist egal, ob das jetzt auf Jazz ist oder ob das jetzt Drum and Bass ist oder ob das jetzt der Rock ist. Du findest einfach diese Timelines und das haben wir eigentlich im Endeffekt auch in der Improvisation einbaut, jetzt rein vom Musikalischen. Und die findest du immer wieder und durch das Improvisieren, was wir beide machen, ist immer eine Linie da. Es wechselt nur dann, wie du gesagt hast, wenn andere Leute dazukommen. Dann natürlich kriegt es auch, wenn man den Leuten die Freiheiten lassen, was dazu zu machen. Sie kriegen wir schreiben ihnen nichts vor, sie machen das dazu. Wir lohnen uns ja auch Leute ein, die wirklich, wo man sich denken, die passen und die können was Gutes draus machen aus dem, was wir machen.